und herzlich willkommen zum Fang an zu leben Podcast. Das ist die Folge 28, heute mit dem Thema Meine Krankheit. Mein Name ist Ramon Gartmann, schön bist du dabei. Es braucht mich sehr viel Mut, über dieses Thema heute zu sprechen. Ich spreche oft über schwierige Phasen in meinem Leben, in der Vergangenheitsform, wenn ich bereits durch bin und einfach nur über die Kraft sprechen kann, die die Situation mir gebracht hat, was für Entwicklungsschritte ich die daraus gemacht habe, aber nicht mehr direkt von diesem Leid betroffen bin, was heute in dieser Folge etwas anders ist. Ich habe ein Pigmentglaukom, man nennt das grünen Star im Volksmund. Das ist eine Augenkrankheit, bei der in meinem Fall die Pigmente der Iris, die im Auge abrieseln, dazu führen, dass der Abfluss der Augeninnenflüssigkeit verstopft ist und es dadurch zu hohem Druck im Augapfel kommen kann. Der Druck kann zu groß werden, sodass er so sehr auf die Sehnerven drückt, dass die nicht mehr richtig durchblutet und damit nicht mehr richtig mit Sauerstoff versorgt werden können. Und die Sehnerven können davon absterben. Das Ganze wurde entdeckt vor 10 Jahren. Da bin ich morgens aufgewacht und ich war auf einem Auge einfach teilerblindet, einfach so über Nacht ein großer Fleck, einfach weg. Und ich war völlig vor den Kopf gestoßen. Ich wusste nicht, woher das kommt und wieso, und bin zu einem Augenarzt und der hat sich das angeguckt und er hat gesagt, das ist ein Augeninfarkt und kann sein, dass sich die Sehnerven erholen, kann sein, dass nicht. Auf jeden Fall ist nach Messungen der Augeninnendruck viel zu hoch und da muss was gemacht werden. Und dann ging die ganze Sache los. Der blinde Fleck ist nie mehr verschwunden. Der ist von stattlicher Größe auf dem rechten Auge, ganz nahe vom Zentrum, vom Blickfeld, ist einfach ein großes Stück weg. Seit 10 Jahren. Und ich bin dann durch die ganze Behandlungsmühle gegangen mit klassisch-medizinischer Behandlung. Verschiedene Ärzte haben an mir rumgedoktert über Jahre. Es hat nicht wirklich was gebracht. Zeitweise hat es so ausgesehen, als wäre es unter Kontrolle. Dann war es doch wieder nicht. Und es ist in diesen 10 Jahren jetzt ganz aktuell schon das 4. Mal dazu gekommen, dass sich die Erblindung verschlimmert hat, dass neue blinde Flecken aufgetaucht sind, dass ich Augeninfarkte hatte und dass weitere Sehnerven abgestorben sind. Ich habe es zwischendurch selbst in die Hand genommen. Ich bin an einen Punkt gekommen, da hat mir die Augenärztin gesagt, Herr Gartmann, wir bringen das nicht unter Kontrolle mit egal was für Medikamenten. Wir haben alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Der Augendruck bleibt zu hoch. Wir müssen uns wohl damit abfinden, dass sie erblinden. Und ich war völlig vor den Kopf gestoßen, weil das hat sich für mich einfach nicht richtig angefühlt. So, ich konnte das nicht nachfühlen. Und damit meine ich wirklich so, aus der Intuition heraus hat sich das nicht richtig angefühlt. Und ich habe dann gemerkt, dass ich mich selbst darum kümmern muss. Das ist jetzt so um die 2 Jahre her. Ja, 2 Jahre ungefähr. 2,5 Jahre. Und ich habe gemerkt, okay, ich kann mich nicht einfach auf die Ärzte verlassen. Ich muss das selbst in die Hand nehmen. Und ich habe zu recherchieren begonnen, habe mir Bücher gekauft, habe online recherchiert über die Hintergründe, was haben andere schon rausgefunden, woher kommt grüner Star, Pigmentglaukom insbesondere, was sind die Ursachen dahinter.
Ich hatte auch schon vorher in Meditationen daran gearbeitet, habe herausgefunden, dass das viel mit meiner Vatergeschichte zu tun hatte, der unsere Familie verlassen hat, als ich 3 war, der uns aber auch schwer misshandelt und verletzt hatte, als er noch bei uns zu Hause war. Eine ganz schwierige Geschichte. Und ich habe gemerkt, dass ich, dass da ein großer innerer Druck in mir ist, der mit dem Augeninnendruck zusammenhängt. Und dass, wann immer die Lebensumstände so sind, dass dieser Druck getriggert wird in mir, dass dann der Augeninnendruck auch hochgeht. Und ich habe es dann eine ganz intensive Phase von Arbeit mit mir selbst angefangen, vor 2,5 Jahren, wo ich einfach gemerkt habe, so, es reicht nicht, dass ich einfach hin und wieder da ein bisschen meditiere und mal gucke, ob sich da was lösen lässt. Ich muss da wirklich voll und ganz ran und alles geben und ich muss die Verantwortung übernehmen dafür, dass meine Augen wieder gesund werden. Und hab's da tatsächlich geschafft. Also nachdem die Augenärztin erst gesagt hat, sie werden wohl blind, hatte ich eine intensive Phase von innerer Arbeit, habe innerlich wirklich tolle Schritte hingekriegt und in einer nächsten Untersuchung war mein Augeninnendruck so tief wie noch nie. Das hat mich beflügelt und gefreut und 2 oder 3 Tage nach diesem mega freudigen Erlebnis ist der nächste blinde Fleck gekommen. Ja, ich wollte jetzt nicht gerade so steil einsteigen, aber ich denke, ich werde euch jetzt doch die ganze Geschichte erzählen. Als vor 10 Jahren dieser erste blinde Fleck kam, da saß ich am Vorabend auf der Dachterrasse von der Wohnung, in der ich da gelebt habe, in Zürich. Ich war ganz alleine da, Sternenhimmel über mir. Ich habe auf der Dachterrasse übernachtet. Und es war ein magischer Moment. Ich habe die Präsenz von etwas Göttlichem gemerkt, die zu mir kam. Und ich habe mich wohl und geborgen gefühlt. Und ich hatte das Gefühl, dass ein schöner Moment ist, um einen Wunsch zu deponieren, was ich gerne hätte. Und ich habe mir gewünscht, dass ich ohne Sehhilfe, ich hatte damals schon Brille und Kontaktlinse, also schon seit der 3. Klasse hatte ich eine Brille, dass ich ohne Sehhilfe gut sehen würde. Das war ein ganz, ganz großer Wunsch damals von mir. Und es hat sich, ich habe einfach gespürt, dass dieser Wunsch angekommen ist, dass er gehört wurde und von jemandem gehört wurde, wo ich einfach fühlen konnte, dass er da nicht nur gehört wird, sondern dass ich da auch etwas geschenkt bekomme. Das heißt, ich war mir sehr sicher, dass wohl etwas passieren wird, dass ich auf den rechten Weg finde, um zur guten Sicht zu finden. Vielleicht sogar am nächsten Morgen die Augen aufmache und gut sehe, ohne dass ich die Brille anziehen muss. Und genau an diesem nächsten Morgen war ich auf einem Auge dann teilerblindet. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Es ist so unglaublich, dass ich bis jetzt auch sehr sparsam damit umgegangen bin, die zu erzählen. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten, nur schon der Beginn von dieser ganzen Story. Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder kann ich davon ausgehen, dass mit dem Leben etwas ganz schwer nicht in Ordnung ist. Nicht in Ordnung bis böswillig sogar, dass ich an dem Tag, an dem ich mir wünsche, dass meine Augen gesund werden, also am folgenden Tag erblindet, teilerblindet aufwach. Oder ich kann davon ausgehen, dass mein Wunsch ganz zu sehen, ohne Sehhilfe klar zu sehen,
dass dieses Ereignis, dass ich am nächsten Morgen teilerblindet aufgewacht bin, dass das dazu beiträgt, dass das geschieht. Die Sache ist, ich weiß es ja nicht. Es ist eine Glaubenssache oder einfach, wie möchte ich das Leben betrachten? Möchte ich davon ausgehen, dass es keine Sau interessiert, wie es mir geht und dass ich alleine bin im Leben? Oder möchte ich davon ausgehen, dass alles im Leben Sinn macht und dass ich, dass alles, was geschieht, zu meinem Wohle und zu meinem Wachstum geschieht? Das ist erstmal, glaube ich, meine, ganz abschließend wirklich eine Wahrheit darüber zu sagen, das ist schwierig. Wir kommen ein Stück weit nicht um Glaube herum. Auch wenn ich immer sage, Glaube, es geht darum, Glaube wirklich hinter sich zu lassen und in Erkenntnisse zu kommen. Ein Stück weit müssen wir auch das akzeptieren. Ein Stück weit ist das Glaube. Und ich habe mich nicht von Anfang an, ich bin erst in ganz tiefe Ängste und Depressionen und alles gekommen, wo ich gemerkt habe, hey, ich bin gerade mal 26 und dabei, mein Augenlicht zu verlieren. Aber ich habe mich mehr und mehr entschieden, diesem tiefen inneren Gefühl zu vertrauen, dass alles zu meinem Besten ist und dass, was auch immer mir geschieht, dass mir das hilft. Dann kamen aber die nächsten Rückschläge immer wieder und jedes Mal bin ich erst wieder in die Angst hineingetaumelt. Und so auch dieses Mal, es ist jetzt gerade mal 2 Tage her, ich hatte vor 2 Tagen einen erneuten Augeninfarkt und wieder ist nahe vom Blickzentrum sozusagen, ist ein neuer Teil einfach ausgefallen. Ich kann jetzt gerade noch so lesen. Ich kann noch lesen, ich kann noch Menschen erkennen und alles, aber es ist einfach, es ist wie eingekreist, es wird immer enger. Und die Möglichkeit, dass ich tatsächlich mit meinen physischen Augen erblinde, die ist ein gutes Stück realistischer geworden wieder. Es hat mir meine Verletzlichkeit auf so dramatische Art und Weise aufgezeigt. Und ich gucke meine Kinder an und ich möchte sie einfach aufsaugen mit allem, was ich kann. Und wenn ich daran denke, dass ich sie vielleicht nicht sehen werde, wenn sie groß werden, wie sie aussehen, wenn sie erwachsen werden. Dann bricht es mir das Herz. Warum erzähle ich diese Geschichte als Coach? Ich meine, ich stehe hier Coaching für Coaching, mache allen Menschen Mut. Kann euch immer und immer wieder dazu bringen, zu erkennen, dass die Situation, in der ihr seid, dass die wirklich für euch arbeitet. Und dass ihr daran wächst und dass das alles Sinn macht. Und zeig mich nun in meinem tiefsten, verletzten Moment. So, hier, wie ich jetzt bin. Ich habe einfach gefühlt, dass ich das machen möchte. Das ist der erste Punkt. Und es geht mir auch wirklich um diese Echtheit und um diese Ehrlichkeit. Ey Mann, wir sind alle Menschen. Und ja, mir geht's im Moment sehr scheiße. Es geht hin und her. Ich kippe in die Angst. Ich komme wieder ins Vertrauen und Zuversicht. Ich kippe wieder in die Angst. Ich komme wieder in Vertrauen und Zuversicht. Ich kenne diesen Weg auch schon, sowohl mit meinem Augenlicht auch, als auch mit anderen Dingen. Und ich weiß, wo er hinführt. Ich werde daran wachsen. Ich werde daran stark. Ich werde aus dem Fakt, dass ich merke, okay, ich bin verletzlich. Dinge, die ich nicht für möglich halte, die können passieren. Und es kann auch mich treffen.
Und das ist irgendwo Menschsein und ich bin dem irgendwo ein Stück auch ausgeliefert. Ich weiß noch nicht, wo das hinführen wird. Aber eine Sache weiß ich, es wird an einen wunderbaren Ort hinführen für mich. Und wieso? Weil ich mich entschieden habe, dass alles, was mir widerfährt, zu meinem Besten ist. Dass ich daran wachse. Dass ich mich entwickle, dass ich immer schöner werde, die Welt mit meinem Herzen erkennen kann. Ich meine, wer weiß, vielleicht werde ich wirklich blind und vielleicht wird das für mich der Anstoß gewesen sein, um die Welt so sehr mit dem Herz sehen zu können, wie ich es mir immer gewünscht habe. Und dann ist es einfach so. Es ist einfach so, es passieren uns Dinge im Leben und die sind einfach so. Und ich erzähle jetzt aus der dunkelsten Stunde von mir, aus diesem Moment heraus, weil ich hoffe und doch auch davon ausgehe, dass ich vielleicht gerade dadurch, dass ich das mache, auch dich oder andere, die in sich in einer dunklen Stunde ihres Lebens befinden, damit motivieren kann. Ich werde natürlich weiter erzählen, wie es weitergeht. Meine Pläne sind jetzt, dass ich nach einer ganzheitlichen Heilmethode suche, auch dass ich wirklich auch Hilfe im Außen annehme. Ich merke, ich brauche Unterstützung, ich brauche jemanden, der mir hilft, dass da andere Wege noch zu finden, dass ich auch akzeptiere, dass ich auch Hilfe annehmen darf. Ich bin vom Typ her sehr so, dass ich immer für alle anderen da bin und meine Probleme eher kleiner mache und damit ich wirklich ganz da sein kann für alle anderen. Und da merke ich auch, da habe ich ein Learning. Ich glaube nach wie vor an Wunder. Es gibt übrigens auch gut belegte Fälle, wo Menschen blind waren. Eine Frau zum Beispiel, die war blind, die hatte eine Nahtoderfahrung und kam zurück und hat wieder gesehen. Es ist nichts unmöglich. Gleichzeitig hänge ich jetzt auch nicht einfach alles an eine Hoffnung und warte ab sozusagen, sondern ich weiß, wenn ich daran wachsen möchte, was mir jetzt widerfahren ist, dann geht es darum, dass ich die Initiative ergreife. Das Leben geht weiter. Ich setze mich auch gleich hier hin, nehme diese Podcast-Folge auf, spreche darüber. Ich agiere. Und anstatt starr vor Angst zu werden, mache ich das Gegenteil. Ich werde noch dynamischer. Ich merke, okay, da ist etwas auf mich zugekommen. Das habe ich nicht kommen sehen. Damit habe ich so nicht gerechnet. Dann muss ich noch dynamischer werden. Dann nehme ich das als Anstoß, um neue Wege zu gehen. Und in jedem Moment, wo ich so diese Kraft in mir merke, werde ich auch wieder ganz, ganz tief glücklich. Und ich merke ja auch schon jetzt, ich meine, das hat mich schon sehr zum Nachdenken gebracht und ich habe heute immer wieder geweint. Ich hatte Momente, wo ich völlig, wo mir heiß und kalt war vor Angst. Und dann wieder ganz warme Momente. Und ich habe gemerkt, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Und es ist, jetzt muss ich schon wieder weinen, es ist meine Familie. Nur schon das ist ein Riesengeschenk, das auf diese Art so fühlen zu können. Und ich weiß, dieses Fühlen. Und wie sehr ich jetzt fühle, was mir wichtig ist im Leben, das geht nicht spurlos an mir vorbei. Ich fange wieder an, alles anders zu sehen. Ich meine, wie schnell wächst das Unternehmen, fange an zu leben und alles klar sind das wichtige Dinge und auch wichtig, dass es uns finanziell gut geht und alles und vieles ist zu klären und aufzuräumen. Aber es ist auch eine gute Frage, was ist das Zentrum von meinem Leben? Und das Zentrum von meinem Leben, das ist meine Familie.
das Zusammensein. Und ich habe auch gemerkt, wie tief dankbar ich sein kann dafür, was für eine Frau ich an meiner Seite habe. Und was für unendlich schöne Kinder. Ein unglaubliches Geschenk. Und wenn ich wählen müsste, ob ich lieber mein Augenlicht verlieren würde oder diese Menschen, die mir so viel bedeuten, ich müsste keine Millisekunde überlegen. Ja. Das ist das Leben. Weißt du, mit all diesem Verständnis über das Leben, über die Hintergründe, mit den inneren Schichten, mit Energien, mit den Zusammenhängen zwischen Seele und Körper und dies und das, ich merke auch, es ist immer so ein bisschen die Idee dahinter, das alles zu verstehen, um eine Kontrolle zu erlangen, die man schlussendlich nie. Und auch das ist etwas, was mir so bewusst geworden ist, jetzt durch diesen Vorfall. Es kann nicht das Ziel sein, die Dinge kontrollieren zu können. Dieses Ziel werde ich nie erreichen können. Das Ziel ist die Liebe. Das Ziel. Entschuldigung. Das Ziel ist in der Liebe zu wachsen, wirklich wahrzunehmen, wirklich zu begreifen, wer wir sind, mit dem Herzen zu sehen. Das ist das Ziel von innerem Wachstum. Und es gibt wohl nichts, was so glücklich und so zufrieden macht wie das. Es macht so glücklich und so zufrieden, dass ich Wärmeschübe habe durch meinen Körper hindurch, wenn ich dieses neue Maß an Liebe spüre, was ich jetzt empfinden kann durch diesen Weckruf, der hier halt passiert ist. So, mach daraus aus dieser Geschichte, was für immer für dich sich schön anfühlt. Ich hoffe, ich konnte dich auch so ein Stück inspirieren, damit, dass ich das hier einfach so offen erzählt habe. Übrigens habe ich fürs Jahr 2019, und da muss ich jetzt lachen, weil das jetzt vielleicht ein bisschen lustig klingt, wenn ich das hier sage, ein so wunderschönes Gefühl. Und ich glaube, dass das Jahr 2019 die Möglichkeit bietet, ganz vieles in Ordnung zu bringen, wirklich mit Dingen abzuschließen und in ein neues Sein, in ein neues Lebensgefühl zu finden. Und so irre das jetzt klingt, das ist auch ganz stimmig, was jetzt passiert ist in meinem Leben, genau auf das hin. Ich merke, dass ich so richtig jetzt nochmal loslasse und mir Dinge noch bewusst geworden sind, die ich so noch nicht gesehen hatte. Und ja, lasst uns durchstarten ins 2019. Ich freue mich mega mit euch auf dieses Jahr, wo wir alle nochmal wachsen werden. Und ich hoffe auch, das Projekt Fang an zu lieben nochmal ein großes Stück wachsen wird. Und wir in diesem Miteinander, was wir hier haben, ganz viel bewirken können für uns und für die ganze Welt, was das Wachstum in Liebe angeht. Ich habe euch lieb. Bis zum nächsten Mal. In einer Woche dann wieder. Gute Zeit und bis dann. Bye bye, dein Ramon.